Mahlzeit, das hier ist das Dach der Tribüne der Arena von Sylden. Oh, ich wollte eigentlich aufs Dach springen. Jedenfalls in dieser Arena habe ich neulich triumphiert. Ich bin jetzt neuer Meister der Arena von Sylden. Seltsamerweise bin ich irgendwie in jeder Arena, die ich so betrete, bisher Meister geworden. Also ziemliche Glückssteine, die sie hier durchzieht. Angrenzend an die Arena ist das Sklavenviertel. Und da habe ich mich noch gar nicht so wirklich umgeschaut. Was ist das für ein Bursche, der sagt? Okay, Aufstrebender. Ich hab zu tun. Du solltest jetzt gehen. Versklavter Schürfer. Ein Schürfer ist an für sich schon fast ein Sklave. So, wer hat dir das sagen? Du? Besser, du gehst weiter. Molliger Sklave. Ja, das ist eine passende Beschreibung. Erstmal was essen. Aber irgendwie auch eine unnötige. Ich finde, so eine Beschreibung muss nicht Dinge beschreiben. So ein Namenszusatz muss nicht irgendwas beschreiben, was man sieht. Name an für sich zum Beispiel, den sieht man nicht. Typ heißt Roba, okay. Aber weiß ich, das ist Roba, das sehe ich dem nicht an. Bei Roba vielleicht schon, aber ihr wisst, was ich meine. Aber dass der Typ mollig ist, das sehe ich auch so. Ne? Braucht es keinen Zusatz. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. So. Du gehst weiter, ich muss dir noch mal hungern. Jerek. Und? Dafür haben sie dich inhaftiert? Wie bitte? Willkommen im Knast, Bruder. Dieses Lager sieht gar nicht aus wie ein Knast. Lass dich von den offenen Palisaden nicht täuschen, Bruder. Die Orks beobachten jeden Schritt der Menschen hier. Okay, Bruder. Warum bist du hier? Ich habe versucht, einen Feuerkelch aus der Truhe eines Orks zu stehlen. Bin natürlich dabei erwischt worden. Also halten sie mich hier gefangen. Das ist natürlich ein guter Hinweis, dass hier irgendwo ein Feuerkelch schlummert. Erzähl mir mehr über den Feuerkelch. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich bin doch kein Feuermagier. Die Orks haben mir den Kelch abgenommen. Ich bin doch kein Feuerkelch. Und Zapotec hatte ihn dann in Verwahrung. Ich habe keine Ahnung, ob er immer noch in Zapotecs Hütte steht. Schon mal wieder oben die Standarte. Nicht Standarte, sondern hier. Helle Barde durch das Dach durchpiekst. Warum flieht ihr nicht? Wohin denn? In die Wald. Einzige Chance, den Ork-Patrouillen zu entgehen, ist der Norden. Doch in den Wäldern da oben ist es wegen der wilden Tiere viel zu gefährlich. Verstehe. Du lässt dich lieber versklaven, als ein Risiko einzugehen? Unsinn, ich sage nur, dass die Flucht uns nicht weiterbringt. Einige sind schon abgehauen, sind aber nicht weit gekommen. Wir müssen die Orks bekämpfen, Bruder. Ja, aber Alter, wirf es mir noch, Bruder, nennen. Brauchen deine Jungs hier noch irgendwas? Seit einige Sklaven geflohen sind, sind die Orks verärgert. Also hungern sie uns aus, um uns dafür zu bestrafen. Ich besorge euch was zum Essen. Gut, am besten du gehst in die Stadt zu Gambal, dem Koch. Er versorgt die Orks mit gebratenem Fleisch. Sag ihm, wir verhungern. Sag ihm, wir verhungern. Dieser ewig mies gelaunte Drecksack Gambal ist dein Freund? Ja! Das ist er. Fremden gegenüber ist er immer etwas komisch, aber er ist ein herzensguter Mensch. Solche kenne ich, so Leute. So, ja. Ich will die Orks bekämpfen. Sag ich jetzt mal. Dann hör mir gut zu. Ich weiß, dass die Orks größere Bestände an Waffen im Haupthaus lagern. Wir brauchen mindestens 5 Waffenbündel, Bruder. Okay, Bruder, hier. Ich habe Waffen für euch. Gut. Dann gib uns das Zeichen, wann wir losschlagen sollen. Stürze dich in die Schlacht mit den Orks und wir werden dir helfen. Okay, Bruder. Oh, 4-mal Heiltrank ist ganz nett. So, die sind noch nicht orange, sehr gut. Das heißt, jetzt hole ich erstmal Parationen. Ich habe dem einen Typ da, zu dem ich rennen soll, vorhin 50 Rohekeulen gegeben. Das heißt, jetzt kann ich direkt die Gebratenen abholen. Inok? Inok! Mit dem habe ich ja neulich schon gesprochen. So, hier hängt wieder Knoblauch am Eingang, da ist er auch schon. Jerek schickt mich. Die Sträflinge draußen verhungern. Verdammt nochmal! Soll ich mir das Fleisch etwa aus den Rippen schneiden? Hier hast du 10 gebratene Keulen. Und jetzt hau ab, bevor die Halbaffen das sehen. Die hätte ich mir auch selber braten können, aber trotzdem danke. Und das werde ich jetzt auch endlich mal machen. Weil ich bin schon an genug Lagerfeuern vorbeigerannt, an denen ich, hoffe, das erledigt sich von selbst. Die Gunst der Stunde nicht genutzt habe. Und das ist jetzt vorbei. Ach, sobald die Fleischwanzen-Raguster und der Quicksilver-Leiste aufgebraucht sind, werde ich Keulen dahin ziehen. Und dann habe ich endlich wieder ordentlich was zu beißen hier. So wie nebendran bei mir auf dem Herd übrigens auch gerade schon Essen kocht. So. Kann dir doch egal sein. Schau mal, hier.
Korpulenter Sklave. So, und wo ist... Wo ist... Hä? Guck mal hier, der Ork kriegt auch Tempek. Mein Kumpel, der kriegt richtig mit, wie ich hier... Trompok meine ich, wie ich hier... Ork-Vernichtungspläne schmiede mit Jarek. Ich habe gebratenes Fleisch für euch. Ich bringe euch hier dir. Weg. Jetzt müssen wir nicht verhungern. Ich habe hier ein paar Tränke für dich, Bruder. Alter, an Heiltränken scheint es ja mehr als genug zu haben. So, vorhin 4 Stück, hier nochmal 5 Stück. So, hier ist ein Bursch. Das ist der erste Nordmarer, den ich hier sehe. Er hat eine Nordmar-Rüstung und auch einen nordischen Namen, Lars. Wer bist du? Mein Name ist Lars. Ich war einst ein stolzer Krieger aus den hohen Landen von Nordmar. Doch heute vergammel ich hier im Gefangenenlager. Verstehe. Wie kann ich dir helfen? Mir ist nicht zu helfen. Es sei denn, du hättest viel Gold. Ich bin etwa 300 Goldmünzen schwer. Du müsstest mich bei Zapotec, dem Lagerherrn, freikaufen. Habe ich. Verstehe. Ich habe 300 Gold. Warum sitzt du hier im Knast? Ich habe den Arenameister Barak bestohlen. Auf Diebstahl stehen die Jungs überhaupt nicht. Ja, nee. Ich weiß. Sowas geht natürlich nicht. Du hast im Krieg gekämpft? Ja, ich war damals der Stärkste meines Stammes. Das kann denn schon groß passieren. Cool. Kannst du mich auch stärker machen? Ja, wenn ich endlich machen könnte, warum ich eigentlich ins Mittelland gekommen bin. Aber dazu müsste ich erstmal frei sein. Frei wie der Wind. So, das bedeutet, jetzt muss ich schleunigst mal zu diesem Zapotec. Nicht nur, weil der ein Feuerkelch in seiner Truhe horten soll, sondern auch, weil ich natürlich Lars endlich mal freikaufen möchte. Endlich mal, so nachdem jetzt hier ich jahrelang zugeschaut habe, wie er da in der Hütte hockt. Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Nee, sehe ich nicht, weil du stehst einfach nur blöd rum. Wer ist hier der Boss? Ich bin hier der Boss. Du bist also der Herr dieser Stadt? Nein, natürlich nicht. Umbrak ist der Anführer dieser schmierigen kleinen Siedlung. Und ich hoffe, das ist er nicht mehr lange. Oh! Ich schätze, du wärst gern an Umbraks Stelle. Umbrak ist verweichlicht. Die Moras in der Stadt haben viel zu viel Freiheit. Wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Ihr Moras seid nicht einsichtig. Aufsässig seid ihr. Statt für mich zu arbeiten, lasst ihr euch von wilden Tieren zerfleischen. Ja, alles schön und gut. Warte mal kurz. Ich will nicht, dass der hier sieht. Ich werde hier bleiben. Wie ich hier in die Truhe renn. Ah, jetzt hockt er sich wie aus seinem blöden Thron drauf. Ach Mann, was soll das? Zapotec. Hier, große Truhe, da will ich ran. Oder war da hier? Hier steht der Feuerkelch. Ah ja, muss ja gar nicht an die Truhe. Sehr gut. Umbrak ist scheinbar sehr beliebt. Außer bei ihm. Beliebt? Jeder Ork und jeder Morra in diesem Nest hat Angst vor ihm. Aber ich glaube die Geschichten über seine Heldentaten nicht. Ich würde ihn herausfordern, wenn ich könnte. Die meisten Sklaven arbeiten doch. Aber auch nur, weil ich sie dazu treibe. Du. Deine Sklaven werden von Tieren zerfleischt? Richtig. Die Idioten fliehen in die Berge und werden dort von Wölfen gefressen. Sklaven fliehen aus deinem Lager. Ja, zum Henker. Ich werde dem Kerl das Fell provozieren, abziehen, der sie freigelassen hat. Ich werde bald noch mehr freilassen. Oh, Innok, könnte ich verpetzen, mach jetzt aber nicht. Ich werde dir deine Sklaven zurückbringen. Nein, das wirst du nicht. Töte sie. Alle 5. Nur so werden die anderen Sklaven wieder gefügig. Als ob die davon Wind bekommen, wenn das mitten in der Wildnis stattfindet. Ja, entweder die jetzt töten oder zurückbringen zu Anok. Ich werde sie zu Anok bringen. Was hindert dich daran, Umbrak herauszufordern? Dieser elende Schamane Grompel. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn um Rat zu bitten. Man könnte fast sagen, dass Grompel der eigentliche Herr der Stadt ist. Wisst ihr, was richtig unnötig ist? Der eine Pfeil hier auf der 8. Jetzt schaut gleich mal hin. Da, der da. Ich könnte Grompel für dich töten. Könnte, also nicht, dass ich werde. Das will ich sehen. Ich sehe, dass es dir ernst damit ist, was? Nun gut,
Ich würde dir einen Batzen Gold geben, wenn es dir gelingt. Eigentlich ist es cool, die Intrigen unter den Orks gegeneinander zu nutzen, aber andererseits mag ich Grompel viel lieber als Zapotec. Die Stadt wird stark geschwächt, wenn der Schamane Grompel fällt. Die miesen Rebellen sollen ruhig kommen. Ich habe keine Angst vor denen. Vor denen? Was für ein Lager ist das hier? Idiot! Das siehst du doch. Es ist ein Gefangenenlager. Hier kommt ein Morra wie du hin, wenn er uns Ärger macht. Ach komm, ey. Ah ja. Ich will den Nordmann Lars freikaufen. Na gut, der Nordmann gehört dir. Es wäre ohnehin besser, wenn er hier verschwindet. Er hat bisher nur Ärger gemacht hier im Lager. Ja, die Nordmänner sind unbeugsam. Rufe Nordmar, geil. Alter, seine Narben sehen so episch aus. Das ist richtig so aufgeplatzte Haut, aufgerissen, die dann drunter nachgewachsen ist. Man sieht immer noch richtig, das muss so eine richtig fette Bärentatze gewesen sein, die mir übers Gesicht, das Gesicht aufgerissen hat. So, okay. Jetzt werde ich mir erstmal schön einen Feuerkelch schnappen. Den da. 8 von 12 habe ich schon, cool. So, dann können wir Trompok, weiter geht's. Korak, Schocker. So. Ich werde einfach abwarten. Lars, die Freiheit lockt. Ich habe dich freigekauft. Ach komm, du verarschst mich. Sehe ich aus, als würde ich dich verarschen? Ein Mann mit Ehre. Bin beeindruckt, Freund. Wenn ich dir auch irgendwie helfen kann, sag mir Bescheid. Bring mich zum Pass, willst du mich... Habe ich 5 Lernpunkte? Nee, leider nicht. Wie weit bin ich von 5 Lernpunkten entfernt? Ja, ich werde mit dem demnächst mal zum Pass gehen und dann auf dem Rückweg erledige ich diese ganze Anorx-Sklaven-Angelegenheit. Ja? Okay, was habe ich sonst noch an Silden? Halt. Silden... Ruf 56 gerade mal, Alter. Kardok vermisst. Ah, genau. Jetzt hier einige Schmiede und so organisieren. Danach gehe ich mal in die Wälder. Zu den Rebellen und so. Und dann nehme ich auch den Nordmann mit. So, das bedeutet. Kardok. Kardok will seinen Schmiedehammer. Und dann, wenn ich ihm den gebe, dann kann ich wahrscheinlich auch gleich zu ihm sagen: Geh dort ins obere Viertel, wo sie dich brauchen und so weiter, ja. Hängt doch alles zusammen. Gib den Sachen Zeit und dann machen sie Sinn. Der hier. In der Stadt werden Wachen gebraucht. Ist auch noch schön. Dann geh ich mal nachsehen. Geh zu Deltpok und sag ihm, ich bin ab jetzt in der Stadt. Okay. Deltpok soll wissen, dass Frillok ab jetzt in der Stadt Wache hält. Das sind echt so richtige Platzhalter-Quest-Namen, so. Wo eigentlich noch bessere folgen sollten. Ich habe deinen Hammer in der Arena gefunden. Das ist gut, Kleiner. Jetzt kann ich endlich wieder als Schmied arbeiten. Schwing ihn. Silden braucht einen Schmied in der Stadt. Ah, sehr gut. Endlich Arbeit. Dann sitze ich hier wenigstens nicht mehr nutzlos herum. Hey, wenn du Interesse am Schmieden hast, besuch mich ruhig in der Schmiede, Kleiner. Mach ich. Gut. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen. So, sehr gut. Das waren es auch nochmal. Ruf in Silden plus 6. So, das ist auch ein sehr netter Ork. In Silden ist echt die Anzahl der netten Orks ziemlich hoch. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber es ist so. So ist es einfach. Allein Grompel, der Stadtschamane, ist echt der coolste von allen Orks hier. Der sieht auch was in mir, ja? Allein deswegen mag ich ihn. So. In Silden werden mehr Wachen benötigt. Dann gehe ich mal rüber. Sag Deltpok Bescheid. Ja, ja. So, also, das heißt, Wachen habe ich, Schmied habe ich. Das heißt, so langsam sollte ich ja mal genügend Ruf haben. Und wenn ich dann genügend Ruf habe, dann verpiss mich mal mit Larsen. Aber dann rede ich erstmal noch zu Umbrak selbst. Halt! Ich glaub dir kein Wort. Frillok patrouilliert ab jetzt in der Stadt. Gut gemacht, Morra. Hier, deine Belohnung. Da hinten kommen die schon angelatscht, die beiden, schon. Brontop bleibt ab jetzt in der Stadt. Gute Nachricht. Hier, dein Lohn. Ah, Dankeschön.
Ihr habt jetzt einen neuen Schmied. Sein Name ist Kadok. Na, endlich. Warum hat das so lange gedauert? So. Dein Lohn, Mora. Dankeschön, jetzt habe ich auch endlich mal genügend Ruf. Lässt du mich zu eurem Anführer? Du bist für uns kein Unbekannter mehr. Du darfst passieren. Cool, vor allem Stadt ist gut. Das ist ja einfach so ein bisschen Dorf. Hä? So, jetzt kann ich auch von Lars Kälteresistenz lernen. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Alter, die Milizen, die hier links und rechts Belia zum Opfer dargeboten wurden. Die tun mir sehr, sehr leid. Was ist hier los? Alter, fickt einer den BH. Ich will keinen Ärger haben. Ich hoffe, du hast saubere Füße. Jo, Alter, ich hoffe, dass dein Outfit hier nur zur Ergötzung von Menschen gedacht ist. Dann wäre richtig assig, wenn es eine Sklavin für Orks wäre. Na gut. Ich würde das gar nicht beachten. Zeig mir deine Ware. Also jetzt nicht, dass hier eine Sklavin für Menschen so viel humaner ist, aber Alter. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass die Orks nur auf Orkfrauen stehen. Bring mir was über das. Kadok, richtige Schwerrüstung. Na, wie auch immer. Ab da rein. Später ist doch genug Zeit zum Reden. So, und hier ist jetzt nämlich diese coole Klippe. Und dort unten sind die Lurker. Wisst ihr noch? Das heißt, ich könnte theoretisch von hier auch mal mir einen Spaß machen, ein paar Lurker abzuballern. Und den mache ich mir jetzt auch. Weil hier kommen sie eh nicht rauf. Was wollt ihr tun? Da hinten ist er. Ah, der kämpft gegen irgendwas anderes, das sehe ich. Ich sehe das genau von hier aus. Da. Gegen Goblins. Ah. Das stand, glaube ich, schon im Gothic 2 Handbuch, dass Lurker gerne ein paar Goblins verspeisen. Und ein Goblin-Schamane ist sogar mit von der Partie da hinten. Da sind sie. Ist ja nicht zu fassen. Bam! Na, schade. Ja. Oh ja. Alter. Oh, geil. Jetzt hetze ich quasi die ganzen Orks hier oben gegen die Goblins auf, weil sie die dann auch bekämpfen wollen. Okay. Ja, war jetzt ganz witzig. Die restlichen erledigt dann woanders. Wo seht ihr die denn, Mann? Ach, die rennen jetzt da unten wahrscheinlich in die Stadt rein. Na. Da könnte ich euch schon mal ein bisschen mithelfen. Nicht, dass dann hier jemand anders noch. Oh, das ist ein Schamane sogar. Wieder eins weniger. Ja, und dank wem? Richtig mir. Komme ich hier jetzt wieder rauf? Wahrscheinlich wäre ich schon 10-mal oben, wenn ich außenrum gerannt wäre, aber es ist halt einfach dieser Reiz vorhanden, es auf diesem Wege zu versuchen. Komm schon. Nee, komm. Mir viel zu blöd hier. Sehe ich überhaupt nicht ein, na, schön am Hämmern. Lass dich nicht unterkriegen. Nö, aber hier sind es alle grün, das ist sehr gut. Wir passen auf. Alle verbündet, das heißt, ich kann hier jetzt sogar. Zack. Hey! Pass auf! Leute, es gibt einen Kampf! Ja, und es juckt keinen. So kann man theoretisch auch nochmal richtig Erfahrung sammeln, indem man jedem unhaut. Und die klatschen sogar noch, die freuen sich schon. Hey, pass doch auf! Nein, sorry, ich wollte ihn hier. Hey, pass gefälligst auf! No. Du wagst es, mich zu schlagen? Ja, stell dir vor. Okay, das ist nicht so, Plumps. Ja, so kann man, wie gesagt, kann man auch nochmal eine Menge Erfahrung abstauben, indem man jeden in der Stadt einzeln umklopft. Man darf nur aufpassen, dass man nicht zu weit geht. Mit Gnadenstoß und so weiter. So. Buchständer, sehr gut. Aber die Zeit der großen Wesen war vorbei. Denn so war Adanos Wille. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Ja, so hier ist er also endlich, der große Kriegsherr Umbrak von Silden. So, du bist also der Kerl, von dem hier alle reden. Du bist der große Kriegsherr, von dem hier alle reden. Was ja. Will ein Wicht wie du von einem Anführer der Ork-Armeen? Rede! Oh, so allerhand. Ihr Ork seid hier in der Minderheit. Fürchtest du keinen Aufstand? Nein,
Dazu haben die Morras viel zu viel Angst vor der Folter. Im letzten Krieg hatte ich Gelegenheit, meine Methoden zu verfeinern. Ich kann dir gerne zeigen, was ich meine. Ich hab schon verstanden. Schon in Ordnung, kein Problem. Ah ja, ruf bei den Rebellen einfach nur dafür, dass ich mit ihm red. Ich bin gekommen, um dir, großer Kriegsherr, zu dienen. Ist das so? Naja. Dann beantworte mir nur eine Frage. Was gibt's zu essen? Wann wird dein Volk endlich einsehen, dass es besiegt ist und den Widerstand aufgeben? Wenn jemand nicht besiegt ist, solange jemand sich nicht geschlagen gibt, ist er nicht besiegt, Alter. Boah, Alter, wenn ich das jetzt sag, gibt's dann... Wir werden euch bekämpfen, bis unser letzter Mann gefallen ist. Ich will gucken, so, was... So, du bist also auch einer von diesen dreckigen Rebellen. Ich sollte dich gleich hier töten. Aber ich habe eine bessere Aufgabe für dich, wenn du es kannst. Ich will den Kopf des Anführers des Rebellenlagers von Nordmar. Sein Name ist Anok. Anok? Nee, Inok will ich gar nicht verpetzen jetzt hier. Wo finde ich dieses Rebellenlager? Irgendwo da draußen hält sich ein ganzer Haufen Aufständischer versteckt. Sie stören unsere Lieferungen nach Nordmar. Anok ist der Kopf der Bande. Geh und töte ihn. Die anderen werden sich schon ergeben, wenn ihr Anführer fällt. Frag den Schamanen Grompel, meinen Berater. Er wird dir helfen, sie zu finden. Geh. Okay. Wie laufen die Geschäfte? Wer bist du, dass ich dich über meine Angelegenheiten unterrichte? Dein Businessberater, Alter. Ja, okay. Wie auch immer. Jetzt kann ich erstmal zu Grompel gehen und ihm berichten, dass sein Boss mich respektiert. Ja? Das war schon mal so eine Grundvoraussetzung irgendwie, dass er mir überhaupt ein bisschen was beibringt. So, hier halt. Wo war denn nochmal die Bude vom... Da ist er, rührt in seinem Topf. Grompel. Umbrak schickt mich, den Rebellen Anok zu töten. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dich mit einer solch schwierigen Aufgabe betraut. Du klingst wie Benjamin Blümchen. Lehre mich dein Wissen. Nun, da du hier kein Unbekannter mehr bist, werde ich einen Teil der Kunst der Schamanen an dich weitergeben. So cool, wie seine Augenbrauen wippen. Zur Verteidigung der Stadt. Mocha. Mocha. Bring mal was bei. Oh ja, vergiften ist ganz cool, aber... Alter, mein Robenstabkampf. Er hat diese klassischen Magiesachen, aber diesmal von einem Ork-Schaman gelernt. Zeig mir den Weg zu den Rebellen. Warum sucht ihr nicht selbst nach Anok? Die Sklavenlager da draußen müssen bewacht werden. Viele Sklaven bedeuten auch viel Ärger. Wir können hier keinen Mann entbehren. Boah, es wäre sehr gemein, Grompel, um die Ecke zu bringen, aber die Versuchung ist zu groß, weil ich kann jetzt mit ihm in den Wald reinlatschen und es ist ja wohl klar, dass ich diese Gunst, dass die Gunst der Stunde da nicht ungenutzt lassen werde. Zeig mir den Weg zu den Rebellen. Wo soll ich nach den Rebellen suchen? Ich kann dir nicht sagen, wo die Rebellen sich verstecken. Aber ich kann dir sagen, aus welcher Richtung sie uns immer angegriffen haben. Ja, und wie soll der mir den Weg zeigen können? Zeig mir den Weg zu den Rebellen. Na gut. Folge mir. Ja, so war es das doch. Ich würde das gar nicht beachten. Grompel kennt den Weg zum Pass nach Nordmar. Kann ich jetzt den Lars auch mitnehmen direkt? Ich weiß nicht, ich probiere es mal aus. Schau mal. So, Lars. Ach hier, nee, den nehmen wir mal lieber nicht mit, sonst rastet er noch aus. Du weißt, wo du... Erstmal hier. Ich will lernen, die Kälte zu ertragen. Du musst dich viel bewegen. Das wärmt den Körper. Jede Bewegung muss aus dem ganzen Körper kommen. Und sorge dafür, dass du immer warme Füße hast. Ja, darum habe ich mir neulich auch fette Wollsocken gekauft. Übernachtung im Wald, neulich bei Kälte war die Hölle an Füßen. So. Bring mich zum Pass nach Nordmar. Du willst meine Heimat kennenlernen? Ich zeig sie dir gerne, Freund. Folge mir. Los. Grompel. Ah, okay, geht nicht. Geht nicht beides auf einmal. Alles klar, dann gehe ich erst mit Grompel. Dann gehe ich nochmal zurück nach Silden. Schade, dass man es nicht verbinden kann. Aber egal, nicht schlimm. Dann gehe ich nochmal
zu Lars danach und macht das alles häppchenweise, eins nach dem anderen. Majestätischer Wasserfall hier mal wieder, aber der sieht in echt, in Anführungszeichen, im Spiel, wenn man direkt davor sieht, natürlich viel cooler aus. Und los! Grompel kennt den Weg. So, okay, die Quest heißt nicht mal, geh mit Grompel zu den Rassern, Grompel kennt den Weg. Na gut, ist in Ordnung. Kann ich so schon akzeptieren. Ich glaube, hier gibt es auch irgendwo eine Wildsau, wenn ich mich richtig an die Stelle erinnere. Die würden jetzt wahrscheinlich auch gleich in die Quere kommen. Schade, dass die Orkscham... Dort oben aus dem Wald haben uns die Rebellen immer angegriffen. Ich vermute, dass sie sich irgendwo da oben versteckt halten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Oh, danke, Grompel. Ja, es tut mir sehr leid. Du wagst. Ja, ich wag's. Was jetzt passieren... Hä? Nee, Mann, lauf zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Ach, das war vor. Ich verstehe. Ja, jetzt muss ich aber... Okay, noch könnte ich den quasi bekämpfen, ohne dass irgendjemand hier sich einmischt, weil alle grün sind. Grompel, Mann, ich hab dich immer gemacht, das tut mir echt leid. Sag ich jetzt nur, dass der eine da drüben auf dem Thron, aber es ist ein strategischer Schachzug zur Beseitigung Umbrax. Ruft bei einem Assassin? Warum denn bei denen? Oh, Ruhe und Frieden. Warum denn bei denen? Ich weiß es nicht. Okay, das ist aber eigentlich auch ganz praktisch so, weil jetzt kann ich zurück zu Lars und dann kann der mir den Weg zeigen, weil so, da das hier nur am Stadtrand war, ist das jetzt kein großes Ding. Ein paar Sekunden dann bin ich wieder da. Halt! Hä? Irgendein Mora bringt unsere Leute um. Ach was. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Was soll ich darüber wissen, Mann? So, sind die jetzt schon orange? Ne, sind immer noch grün. Sehr gut. Ab geht's. Bring mich zum Pass nach Nordmar. Du willst meine Heimat kennenlernen? Ja. Ich zeig sie dir gerne, Freund. Folge mir. So, jetzt kann ich dem anderen hier auch gleich sagen, der auf seinem dicken Thron sitzt, was Sache ist. Obwohl er, eigentlich ist er auch so kein so cooler Typ, weil er gönnt Umbrax seine Macht nicht, so ein missgünstiger, aber trotzdem. Grompel, der Stadtschamane, ist tot. Guck mal, wie er lacht. Das ist großartig. Das lasse ich mir was kosten, Kleiner. Okay. Wirst du jetzt Umbrax herausfordern? Worauf du dich verlassen kannst. Aber erst muss ich das Ding mit den Sklaven hier regeln. Schon klar. Ja, schade, dass sich daraus nie wirklich sowas entspinnt. Es wäre geil, wenn man ihn dann zum neuen Anführer machen könnte. Also, aber da wurde das Potenzial nicht genutzt, weil die ganzen Quests nur so hingerotzt waren. So, ah ja, schau mal, hier genießt das die Keulen, die ich ihm gebracht habe. Okay, Lars. Zeig mir Nordmar, ich freue mich so drauf. Vielleicht bleibe ich dann auch direkt dort, weil Nordmar ist wunderschön. Wie gesagt, draußen vor meinem Fenster schneit es gerade, alles dick eingeschneit. Und das würde gerade perfekt zu den Nordmar-Gefühlen, die ich dann in Nordmar hätte, passen. Oh, schau mal. So, das war's mit dir. Du bist weh. Okay, Lars, weiter geht's. Ich dachte gerade schon, nicht, dass er stecken bleibt. Oh, es ist doch gut, dass der Ork-Schamane da schon beseitigt wurde, weil gerade so Schamanen können natürlich einem Waffengefährten auch ein bisschen gefährlicher werden. Das will ich gar nicht. Der hat zwar keinen Bogen, der Bursche, dafür aber eine dicke Axt hinten drauf. Sehr gut. Ach, schau mal, während er da hinten kämpft, bediene ich mich hier mal nur. Ein Blitzschlag. Dafür, dass der so nebenbei aus einer Truhe gezogen wurde. Abgebrochen. Das ist fies, was der Goblin macht. Der nutzt aus, dass der über ihm am Abhang steht. Mach hin, ey. Ich muss in den Kampf eingreifen. Ich habe jetzt keine Zeit für so. Und Schlafzauber, sehr gut. Den kann ich immer sehr gut gebrauchen. Hätte ich früher auch gut gebrauchen können, weil ich früher extrem einschlafen konnte, stundenlang wachgelegen bin. Aber jetzt kann ich zum Glück besser einschlafen. So, zack. Dem hast du es gezeigt. So.
Das war's mit dir. Schau mal, wo die hier sind. Hier oben auf dem Felsen. Jetzt flitzt er ganz schnell runter. So wie ich jetzt auch. Gut, ab darauf. Ne? Und wie man seine Heimat Nordmann kommt, das ist doch zum nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für jeden Daumen hoch. Vielen Dank für jeden, der diesen Kanal auf Patreon unterstützt. Und alles erdenklich Gute wünsche ich ganz genau dir. Ciao.